Anzahl der Banditen, die dort finden, und unsere Position ab. Los geht es. Etwas später, wir beobachten die Banditen aus einer sicheren Entfernung. In der Ferne sahen wir das Licht aus dem Lagerfeuer aufsteigen. Ein paar Banditen patrouillieren um das Feuer herum und hielten Wache. Sie gingen willkürlich ohne Reihenfolge, sodass es nur schwieriger war, sie zu meiden. Irgendwas ist faul hier. Ich sehe nun, wir haben ein Problem. Tatsächlich haben wir mehr als ein Problem. Wir haben keinen Grund, Angst zu haben. Wir werden sie besiegen. Es sind 5 von ihnen und 3 von uns. Sie sind zahlenmäßig stärker. Wir können sie schnell schlagen, weil wir Überraschungsmoment haben. Wir haben noch größere Chancen, wenn nun einen von ihnen sofort trifft. In Ordnung. Alles auf Position. Nun gibst du mir dein Token der Unsichtbarkeit. Hier bitte sei vorsichtig, verliere oder beschädige es nicht. Beruhige dich, Moon, es ist in guten Händen. Warum hast du es ihm gegeben? Er hat danach gefragt. Ruby, du hast selbst gesagt, dass es ein Kinderspiel ist, die Banditen zu bekämpfen. Es ist wirklich Show zu und lerne. Natürlich, wie jeder andere Streit zwischen Hiroki und Daisuke, geriet auch dieser außer Kontrolle. Hiroki zog wütend an sein Schwert und richtete es auf Daisuke. Aber Daisuke war gut vorbereitet und sprang mit dem Rücken rückwärtsseite in der Luft. Jungs, sie benehmen sich wie Kinder. Du bleibst zurück, Daisuke. Hast du deinen Verstand verloren? Sie werden uns hören und dann werden es mehr als 5 sein. Dann wird die ganze Gruppe kommen. Daisuke hat recht, beruhig dich, Hiroki, okay? Bist du jetzt auf seiner Seite oder was nun? Wir sind alle auf der gleichen Seite, also hör sofort auf, ihr beiden. Ich erhob meine Stimme, ich musste es. Ich habe die Kontrolle verloren, weil sie wie Kinder benahm. Um mich zu schweigen zu bringen, kam Daisuke von hinten und legte eine Hand über den Mund. Runter sofort. Es gab keinen Zweifel, jemand muss uns gehört und das ganze Camp alarmiert haben. Unser Plan ist gescheitert. Wir hörten Schritte, sehr viele Schritte. Und dann gab es einen lauten Schrei. Wir erstarren, als wir sahen, wie die Banditen jemand als Geisel nahmen. Es war sie. Sakuras Hände waren auf ihren Rücken gefesselt und sie versuchte, sich zu befreien. Einer der Banditen durchsuchte ihre Sachen und fand ihre Teleportationsartefakt und dann steckte er es in einen Käfig und schloss es ein. Oh mein Gott, sie haben Sakura. Nichts Neues. Das Mädchen schnüffelt ständig nach etwas, das sie nichts angeht. Wenn die Banditen ihr Teleportationsartefakt genommen haben, dann ist es möglich, dass sie Moons Token der Unsichtbarkeit haben wollten. Hier ist unsere Chance, einen anderen wertvollen Artefakt zu holen. Hey, werden wir nicht versuchen, Sakura zu helfen? Ja, wir könnten sie nicht im Stich lassen. Schließlich könnte sie uns sagen, wo sich die anderen wertvollen Artefakte befinden. Ich würde sagen, wir halten uns an den Plan. Der wichtigste Teil ist, dass wir unsere Goldmünzen wiederbekommen. Wir hatten unser Ziel und wir dachten, dass wir es so leicht erreichen würden. Aber jetzt, wo das Camp voll mit Banditen war, wurden diese Annahmen in Frage gestellt. Okay, RPG zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Ich speichere kurz. Und dann sehen wir uns nächstes Mal.